Paukenschlag bei der SPD. Kevin Kühnert, seines Zeichens Generalsekretär der Partei, tritt sofort zurück und wird zum nächsten Jahr Bundestagswahl nicht erneut zur Wahl antreten. Warum das so ist und komischerweise passiert das jetzt gerade ein paar Tage, nachdem er sich sehr kritisch zu Situationen, Zitat, werde nicht aus taktischen Gründen schweigen, Kevin Kühnert berichtet von homophoben Anfeindungen durch Muslime, jetzt passiert. Wir gucken uns das Ganze gemeinsam an. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen. Und das ist ganz interessant. Ich wurde hier, während ich unterwegs bin, darauf hingewiesen. Und News berichtet mit dem Titel hier, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt zurück. Er argumentiert das Ganze mit gesundheitlichen Problemen. Und was er auch immer haben mag, ich wünsche jedem nur das Beste an Gesundheit und hoffe, dass er schnell genesen wird. Und dann heißt es hier, der 35-Jährige begründet diesen Schritt in einer schriftlichen Erklärung mit gesundheitlichen Problemen. Zitat, ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin, schreibt Kühnert an seine Parteigenossen und weiter, die Energie, die für mein Amt und den Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen. Ja, und ich hoffe, er hat nichts Ernstes, das meine ich wirklich vom Herzen. Ich bin politisch, weiter weg könnte ich nicht sein von dem Herrn Kühnert. Aber nichtsdestotrotz, Gesundheit ist wirklich das Wichtigste, was wir Menschen haben. Und da gehört es sich dann auch nicht, da irgendwie draufzuhauen oder sonst was zu machen, wie das manche andere tun. Denn was haben wir denn, wenn wir nicht mehr gesund sind? Wisst ihr Leute, es gibt dieses schöne Sprichwort, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Und den muss man mal wirken lassen. Das ist halt wirklich ganz, ganz schlimm. Hier geht es aber noch weiter. Er hat das Ganze wohl kommuniziert an die Parteichefs Saskia Esken und Lars Klingbeil und möchte jetzt hier auch im nächsten Jahr, wie gerade am Anfang des Videos schon erwähnt, nicht zur Bundestagswahl erneut antreten. Man kann natürlich, und das muss man an der Stelle machen, man kann natürlich darüber nachdenken, sieht er das SPD-Schiff untergehen, sieht er, dass seine Fälle schwinden, und liegt es daran, macht er es nur deswegen, macht er es aus Kalkül? Weil man muss ja dazu wissen, 2021 ist Kevin Kühnert, der ja ein sehr großes Tier bei den Jusos war, Jungen Sozialisten, keine Ahnung. Also auf jeden Fall bei der Jugendorganisation, sorry, ich weiß nicht mehr, wie die Abkürzung heißt, ist auch real. Die Jugendorganisation der SPD war und mit sehr, sehr vielen aus relativ jungem Altersbereich in den Bundestag 2021 eingezogen ist. Also von daher, er hat eine sehr, sehr starke Stellung in der Partei. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das Ganze jetzt aufgibt, weil er weiß, nö, werde ich nicht mehr gewählt. Das glaube ich wirklich nicht. Nein, absolut nicht. Dafür ist er zu stark in der Partei. Hier geht es weiter. Diese Entscheidungen haben mich Überwindung gekostet und sie schmerzen mich, weil ich meine politische Arbeit mit Herzblut betreibe. Doch er trage Verantwortung für sich selbst und für die SPD. Zitat, indem ich mich jetzt ganz um meine Gesundheit kümmere, glaube ich, meiner doppelten Verantwortung am besten gerecht zu werden. Für einen Wahlsieg sei der volle Einsatz der gesamten SPD nötig. Ja, da stimme ich dem Herrn auf jeden Fall zu. Ein Wahlsieg bei der SPD scheint aktuell weiter weg denn je zu sein. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommen wird. Verdächtig, und das hatte ich extra deswegen auch schon am Anfang des Videos ja mal so mit eingebracht, war eine Schlagzeile aus dem Tagesspiegel vom 4.10. Gerade, was haben wir denn heute überhaupt? 7. Gerade mal vor 3 Tagen. Und da ist es schon interessant, dass sowas jetzt kurz danach passiert. In der Politik passiert doch nichts, zufällig, sagt man doch so schön. Es gibt ja jetzt 2 verschiedene Varianten, bevor wir inhaltlich darauf eingehen, bezüglich hier, dass er homophobe Anfeindungen durch Muslime wohl oftmals schon erlebt hat mit seinem Partner in Berlin. Das muss man hier sich mal überlegen. Entweder, nachdem er das gesagt hat, wurde ihm nahegelegt auszutreten, weil das nicht akzeptiert ist. Eine Variante. Die andere Variante, er wusste schon letzte Woche, dass er zurücktreten will und dann sagt er, ja, jetzt kann ich auch mal die Wahrheit sprechen. Beides ist möglich. Ihr könnt eure Vermutungen mal reinschreiben. Und es ist halt wirklich krass, wenn er schon selber sagt, Zitat, werde nicht aus taktischen Gründen schweigen, weil er weiß, dass das die Wahrheit ist, weil er weiß, dass das die Realität ist, weil er weiß, dass so viele Leute in Deutschland mittlerweile es wissen und weil er weiß, dass seine eigene Partei keinen Deut daran ändern wird. Aber er sagt trotzdem, wird er aus taktischen Gründen nicht schweigen, sondern das Problem benennen. Und das muss man hoch anrechnen.
Man kann es natürlich aber auch kritisch sehen. Warum kommt das erst jetzt? Offensichtlich, da sind wir bei der Variante 1 von gerade eben, ist es ja so, dass er dies jetzt erst sagt, wo er austritt. Das ist die Variante 1. Oder aber er hat es gesagt und wird ausgetreten. Kannst du dir alles beim besten Willen nicht mehr ausdenken. Aber Kühnert hält den Großteil der Muslime nicht für schwulenfeindlich, registriert jedoch eine Häufung homophober Sprüche. Und dann heißt es kommen nach seiner Erfahrung, Zitat, aus muslimisch gelesenen Männergruppen. Dieses Gelesen kann ich auch nicht mehr hören. Das ist eine Begrifflichkeit. Also man kann einfach sagen, von diesen muslimischen Männern. Wo ist da jetzt? Ja, häufiger zu einem homophoben Spruch, als man es sonst auf der Straße erlebt, sagte er dem Spiegel. Natürlich ist der Großteil der Muslime in meinem Wahlkreis nicht homophob. Aber die, die es sind, schränken meine Freiheit ein und haben kein Recht darauf. Das muss man sich mal überlegen. Der könnte ja glatt in die AfD eintreten mit solchen Aussagen. Und darüber werde ich nicht aus taktischen Gründen schweigen. Und ja, Herr Kühnert, das ist das, was erlebt wird, was tagtäglich abertausende schwule und lesbische Menschen in Deutschland erleben. Und das, was viele Leute absolut verurteilen und nicht mehr haben wollen. Das ist absolut lächerlich, wenn man das einfach sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was hier passiert. Aber natürlich kritischer nicht angesprochen werden darf. Und zugleich habe ich noch einen weiteren Artikel, der interessant ist. Das war vor einigen Tagen ein Interview, das er auch geführt hat. 10.9. ist der aktuellste Stand. Da sehen wir hier gerade mal einen Monat alt. Kühnert verteidigt die Grenzkontrollen. Überlegt euch das mal, wie der aufgedreht hat in den letzten Wochen. Für SPD-Verhältnisse schon heftig. Denn ab Montag wird es hier Grenzkontrollen, Landesgrenzkontrollen geben und so weiter. Und müssten Regeln besser durchgesetzt werden, sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Ja Leute, mittlerweile drehen sie wirklich alle vollkommen frei. Was hier gerade abgeht, das ist schon absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Und er sagte auch noch am 29.8., den habe ich auch noch rausgesucht, beim ZDF hieß es, wir haben ein Durchsetzungsproblem. Das sind doch die Sachen, die seit Jahren die Alternative anspricht, die seit Jahren im Raum stehen, die seit Jahren bemängelt werden. Er darf das jetzt sagen, wird in Markus Lanz Sendung eingeladen, darf das aussprechen, darf das sagen, was die AfD seit Jahren anprangert und moniert. Und wird dafür wiederum selber an den Pranger gestellt, weil sie der Überbringer dieser schlechten Nachrichten sind. Aber ein Kevin Kühnert darf das und dann auch noch zur besten Sendezeit bei Markus Lanz, wo ein Björn Höcke beispielsweise nie eingeladen wurde bis heute. Das wäre doch mal sinnvoll, wenn man das ändern würde, damit sich er, der auch so vielen Vorwürfen ausgesetzt ist, selber mal sich äußern könnte zu solchen Vorwürfen, die gemacht werden. Das wäre doch nur fair. Aber nein, im Öffentlich-Rechtlichen, wir kennen das, gibt es so etwas nicht. Und das ist genau das Problem, was offensichtlich die zahlreichen Verantwortlichen im Öffentlich-Rechtlichen und die Politiker selber nicht verstehen, dass wenn man jemandem keine Plattform bietet, nicht die Möglichkeit gibt, sich selber zu argumentieren, die Leute, die möglichen Wähler, sich selber bei den Personen informieren, über X, über YouTube, über Instagram und wie die Plattformen alle heißen, und sich vielleicht auch mal, wie es in Thüringen war, zu einer Wahlrede hingehen, also zu einer Veranstaltung oder ähnlichem. Und dann aber sind sie erschrocken. Oh, warum bekommen die so viel Zustimmung? Warum gehen da so viele Leute hin? Ja, genau deswegen. Genau das ist der Grund. Also, ihr könnt ja mal eure Vermutungen in die Kommentare reinschreiben, was es mit dem Alpha-Kevin auf sich hat. Nochmal gute Besserung an dieser Stelle für den Herrn. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.